Hallihallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch heute mal, wie man aus zwei Zutaten einen veganen Burger machen kann. Hallo, hier ist der Lars von Rohe Energie. Hinter der Kamera steht die Alexandra und ich zeige euch mal heute, wie man aus Kidneybohnen und Haferflocken ganz einfach, schnell und easy veganen Burger machen kann. Wir gucken uns das mal an, wie das geht. So, also ich habe hier eine Dose Kidneybohnen, ihr könnt natürlich auch Glas kaufen. In Kroatien sind wir gerade im Urlaub, deswegen ist es nicht so einfach, was im Glas zu finden. Abgetropft, ich habe also die Flüssigkeit rausgenommen. Ich habe hier Haferflocken, kleinblättrige, keine großblättrigen. Und ich nehme noch einen halben Teelöffel Kristallsalz dazu. Ich habe hier so ein Himalaya-Salz bekommen und noch eine halbe Zwiebel. Das ist nur optional, aber ich finde halt, dass Zwiebeln total gut schmecken. Ich zeige euch mal, wie das geht. Jetzt kannst du ruhig ein bisschen näher kommen. Ich gebe jetzt als erstes hier mal die Kidneybohnen hier in so eine Schüssel und dann zermatsche ich die. Wir haben ja auch keinen Kartoffelstampfer oder irgendwie so einen Stabmixer oder sowas, sondern ich gehe jetzt mit der Hand einfach nur rein, die sind natürlich frisch gewaschen, und zermatsche jetzt erstmal die Kidneybohnen, dass das so gut wie es geht zermatscht wird. Ich gebe jetzt mal den halben Teelöffel Salz dazu. Das hier ist so ein Eierlöffel, deswegen ist das ungefähr ein halber Teelöffel. Und dann gleich frei Schnauze Haferflocken. Nicht zu wenig nehmen und dann immer so viel nachgeben, bis ihr einen schönen Teig habt. Wieder zerkneten. Das sieht jetzt schon ganz gut aus. Ich gebe aber noch ein paar dazu. Wir haben es gestern schon mal gemacht, da waren die so ein bisschen bröselig. Lieber ein paar Haferflocken mehr dazugeben. So sieht das jetzt schon ziemlich gut aus. Wenn ihr den hier so formt, dann bleibt er in der Form. Ich gebe jetzt nochmal für uns die Zwiebeln dazu, weil wir das so lieben. So, der Teig ist fertig. Ich forme daraus jetzt so Hamburger. Ich schätze mal, dass da so 4 Stück bei rumkommen. Je nachdem, wie groß ihr die macht. Ich zeige euch mal. Das Ganze hat jetzt gerade mal 5 Minuten gedauert, die Bratlinge vorzubereiten. Jetzt mache ich eine Pfanne schön heiß, richtig schön heiß, mal ein bisschen Bratöl reinmachen oder notfalls auch ein bisschen Kokosöl und dann braten wir die gleich an. So, die Pfanne ist richtig schön heiß, bisschen Öl ist drin, damit es halt gut brät. Ja, ohne Öl kann man es theoretisch auch braten, aber dann schmeckt es eher verbrannt und nicht so lecker. Röstaromen wird es geben, weil es schön heiß ist. Ja, und ich packe die jetzt mal rein und von jeder Seite aus so ein paar Minuten, bis es richtig braun ist, anbraten. Und so lecker sehen die Burger jetzt aus. Richtig lecker, sehr befriedigend. Könnt ihr auch auf Brot legen oder Brötchen, aber macht sie auch sehr, sehr gut mit Kartoffeln oder Reis zusammen und noch ein bisschen angebratenem Gemüse. Sehr lecker. Viel Spaß beim Nachmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr nochmal Links zu unseren anderen Burger-Rezepten. Da sind ein paar ganz tolle Sachen dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr immer dran bleibt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, eine tolle Nacht, wann auch immer ihr das Video hier guckt. Und gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.